Hallo, hallo, hallo. Freunde, Freunde, Freunde. Es geht mal wieder weiter. Einmal Hallo sagen. Und ja, dann können wir langsam hier loslegen. Wir machen erstmal ein bisschen Kleinkram. Und gucken mal, wie unser Speicher zumindest aussieht. Da. 21 Millionen. Okay, das passt ja soweit. Gucken wir uns mal eben die Bienen an, dass wir keine Verstopfung haben, wie immer. Okay. Oh yeah. So, gucke mich mal, ob ich für Kelvin. Ja, ich kann für Kelvin auch noch welche herstellen. Damit sollte er eigentlich genügend bekommen. Hallo. 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 Ah, Gott. Ich bringe Geschenke oder Tribut. Wir tauschen. Oh, ich habe selbst alles wieder aufgesammelt. So. Damit müsstest du die volle 800, nee, fast 1000 plus haben. Ja, willst du die anderen mitnehmen? Ja, wäre nett, dann kann ich noch mehr Upgrades bauen. Machen wir einmal tauschen. Cool, dankeschön. Ich hab zu danken. Und damit sollte dein komplettes Inventar jetzt zugemüllt mehr werden mit Uran. Wachs bin ich bei 260.000. Oh, ich bin aktuell bei 3 Millionen. Aua. Ja. Also, ich hab zu danken. Jo, kein Problem. Falls du noch irgendwelche Bienen brauchst, musst du einfach Bescheid sagen. Ja, mach ich. Okay, viel Spaß noch. Danke, tschüss. Tschö. So, damit haben wir unseren Soll erfüllt. So. Ja, und dann geht jetzt das Nervige los, wo ich jetzt echt mal gucken muss, wie ich das am geschicktesten mache. Ich habe hier einen Knopf, es soll runterfahren und in Position fahren. Gleichzeitig wird durch das Runterfahren das ausgelöst. Vielleicht kann ich mir auch einfach das alles hier schenken. Und mir ein... Moment. Das war nasal. Also. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit immer Probleme mit dem Öffnen-Mechanismus hatte.
So, wenn wir jetzt wieder hier den Knopf drücken, öffnet der. Okay. So, und wenn ich jetzt den Knopf hier drücke, fährt er hoch. Okay, wenn ich ihn jetzt wieder drücke, fährt es zu. Nice ein Stein. So, dann könnten wir einfach den Öffnen-Mechanismus als Receiver das wäre öffnen. Obwohl, das sollten wir vielleicht nicht machen, bevor wir den Knopf drücken. Dann nehmen wir eher den Status von Kiefer oben. Okay, wir machen mal eben den Schädel auf. Okay. Welchen nehmen wir denn jetzt? Kiefer zur Seite oder Kiefer unten? Leuchten ja beide. So leuchten beide. Ach. Nehmen wir den hier. Setzen den hier. Jetzt den Knopf hier drücke. Okay. Packen wir hier eine Logic ran. Und zwar Redstone Logic. Das passt ja erstmal. So, das heißt, wenn der unten ist, der Kiefer unten ist, soll der auslösen. Das passt. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal auf. Oh ja. Moment. Wir müssen ja so machen. Okay. Dann wenn Transmitter. Wenn Knopf gedrückt wird, das wird der hier. Set Channel. Das wird
dann. Und? So, wir brauchen. Science, 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 Science. Wo haben wir denn da? So, ups. Knopf, Druck. 18. Dann. Das wäre dann hier. Schon mal gleich weg. Also. Knopf wird gedrückt. Mach ich. Gott. Ich hasse ja Discord. Also zum Teil. So. Aus. Also. Okay, das ist dann. Knopf wird gedrückt und Kiefer ist oben. Soll auslösen, dass der Kiefer nach unten fährt. Okay. Nice. So. So. So, dann testen wir das Ganze jetzt mal mit.
Okay, das hat nicht geklappt. Okay. Hat sich das jetzt alles mit einem verbunden? Nee, zum Glück nicht. Okay. Oh nö. Oh. Das hier sollte jetzt der Öffnen-Channel sein. Dann machen wir den anderen mit. Wenn das unten ist, oder? Treppe und...
Verdammt. So. Ist das der? Geht der? Oh. Thank you.
Okay. Und? Nice, das hat geklappt, so wie ich das geplant habe. Mega. So. Frames, ich wollte die hier jetzt setzen. Oh. So. Okay.
Moin, Ofenrohr. Was geht? Ich habe gerade was nachgeprüft. Ich versuche gerade die Eingangstür vernünftig zu steuern. Da hatte ich die letzten Tage echt harte Probleme mit. Aber jetzt habe ich sie gerade erfolgreich abschließen können. Und ja, da räume ich jetzt hier gerade ein bisschen auf, dass ich das jetzt einmal final testen kann. Das kann ich dir gleich einmal zeigen. So. Also, so sieht das aktuell aus. Und per Knopfdruck fährt das Tor auf und die Treppe kommt hoch. So, und das war noch der einfache Teil. Was kompliziert wurde, war der Rückweg. So. Da. Das war sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber ich bin so heilfroh, dass das jetzt klappt. Ja. Gott, was kam jetzt an? Egal. Ja, der große Vorteil ist halt, dass hier noch viel mehr Mods drin sind, wodurch man sich sehr viele Sachen vereinfachen kann, wie mit den Transmittern und Receivern. Und hier unten habe ich mit den ganzen Transmittern und Receivern Sachen abfrühstücken können, wodurch ich dann die ganzen einzelnen Bewegungen durchtesten konnte. Und ja, das hat sehr, sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Dankeschön. Hat auch... ich mag es kaum aussprechen. Übertrieben lang gedauert. Also gefühlt war ich da jetzt 2 oder 3 Streams dran. War ein bisschen doch sehr viel. Aber ich bin jetzt heilfroh, dass das funktioniert. So, dann kann ich hier dann die Mauer bauen und das, den Eingangsbereich. Und dann kann ich anfangen, hier alles zu irgendwie zu verkleiden. Und ja, also da bin ich echt heilfroh. Mit normalen Redstone komme ich auch nicht klar. Also da bin ich auch zwischenzeitlich echt überfordert, wie du alles machen kannst. Deswegen bin ich heilfroh, mit RF-Tools zu arbeiten, weil du hier dann auch relativ einfach sagen kannst, okay, wenn die zwei Sachen positiv sind, also die beiden, kann ich ein Signal ausgeben. Und das kannst du ja mit normalen Redstone, musst du erstmal eine komplette Schaltung bauen, bevor du da irgendwas machen kannst.
Oh ja, auch alles, was du bei Redstone nutzen kannst, kannst du ja auch aus der Physik ableiten. Das sind ja wirklich nur Einsen und Nullen. Deswegen haben halt so viele Leute auch so übelst kranke Konstruktionen bauen können, weil es einfach wirklich Einsen und Nullen sind. Aber ja, wenn man das ganz selten macht und sich nicht dauerhaft mit sowas beschäftigt, sage ich jetzt mal, oder öfters, dann ist das echt sehr kompliziert. Der nächste Plan ist, den Eingangsbereich hier zu säubern. Also, das hier ist die Eingangstür offensichtlich. Die geht dann bis hier. Oh. Voilà. Moment. Also, das hier ist der Eingangsbereich. Und dann soll ab hier eine Halle anfangen. Und dann kommen wir hier hin. Und hier soll dann der Mittelpunkt der Eingangshalle sein. Die soll ein bisschen größer, ein bisschen viel größer sein. Und hier soll dann ein Fahrstuhl sein, der dann nach unten fährt. Zu unserer Hauptbase. Und hier will ich dann auch noch alles hübsch verkleiden. Ich habe hier eine kleine Create-Fabrik gebaut. Ja, und hier haben wir unsere Festplatten und so weiter. Ja, und nach und nach kommen dann noch einige Bienen dazu für die Ressourcenfarm. Und ja, das ist so der aktuelle Plan. Also ich wollte jetzt mal... ich wollte jetzt erstmal den kleinen Bereich hier fertig machen, also um den Eingangsbereich. Und ja, hier ist jetzt aktuell Baustelle. Aber das hier soll ein Friedhof vorneweg sein. Mit Tor und ja, hier ist Baustelle. Genau. So, dass man halt hier Mauern drumrum hat, Friedhof, irgendwie den Teleporter hübsch anbringen und dann läufst du hierauf zu und dann soll es eigentlich sein, dass du entweder mit einer Fernbedienung das öffnen kannst oder halt über Security Camps oder sowas. Ja. So. Hi.
nice today. Also, I'm playing a little bit of Minecraft. Yeah, I do. Thank you. I had a lot of botting recently, so I banned a lot of viewers, and yeah. So. Hier sind andere Leute auf dem Server. Deswegen haben wir die Voice Mod aktiv. Also hier laufen auch noch andere Gestalten rum. Nur die sind halt aktuell noch nicht so viele online. Da kommt meistens so gegen 19, 20 Uhr kommen dann so ein paar online. Oh, übrigens, Dankeschön für den Follow. Ich weiß gerade nicht, warum ich vom Chatbot keine Benachrichtigung bekommen habe. Oh, weil ich es ausgestellt habe. Okay. Aber
Ofenrohr. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es freut mich sehr. So, wo war ich? Hier. So. Genau, also aktuell sind 3 Leute online. Jeder macht so ein bisschen sein Ding, aber wenn irgendwas passiert oder ansteht, dann treffen wir uns da auch zusammen. Nee, das ist ein Streamer-Server von so ein paar Leuten gesponsert, sag ich jetzt mal, die Bock auf sowas hatten und ja, die haben random meinen Mini-Kanal gefunden und haben gefragt, ob ich Bock hätte mitzumachen. Genau. Ja, ich fand's mega, einfach so random gefragt zu werden, so mit 3 Zuschauern. Also das hat mich sehr gefreut und ja, dann kam zwischendurch noch Power World und dann haben wir hiermit angefangen und ja, und jetzt sind wir hier. Ein bisschen am Stream und hart am Suchten, ja. Das macht mega Laune. Bloß nicht spenden. Also, nee, das muss nicht gemacht werden. Also, finde ich zumindest. Weil das ist ja hier alles ganz entspannt. Und so sehe ich das halt. Genau, also, aber danke, dass du dir da solche Gedanken machst, das finde ich nice. Aber Spenden ist überhaupt nicht notwendig. Also, weil Geld habe ich und viel interessanter wäre das dann am Ende, vielleicht, wenn irgendwann mal der reine Zufall da kommen will, dass ich Affiliate oder Partner werde, dass man dann vielleicht solche gespendeten Beiträge oder das, was man von Twitch bekommt für hier, wie heißt das, für geschenkte Abos nutzen kann und irgendwie für Hardware für den Stream, dass man halt irgendwie so eine Nullrunde macht, kann man das so nennen? Zwar muss man da Steuern drauf bezahlen, da muss man ein bisschen drauf achten, aber dass man dann sagen kann, okay, 100% geht in den Stream und das war's. Also das wäre so eine Idee und vielleicht irgendwie. Aber das ist ganz weit entfernte Streaming, Zukunftsmusik und deswegen mache ich mir da bis dato noch keinen Kopf. So.
Oh oh. Hab ich's kaputt gemacht? Ich hab's nicht kaputt gemacht. Holy shit. Ah. Ja. gestern ist nämlich hier ziemlich viel kaputt gegangen immer und ich war hart frustriert. Okay. Ich bin mal sehr gespannt. Also, ich muss dazu sagen, ne, Stream tue ich jetzt erst seit, lass mich lügen, seit dem 1.1. Also, das war so, einfach mal testen, ob es Spaß macht, wie es Spaß macht und ja. Das war ja das, was wir hier gerade getestet haben. Jo. Macht sehr, sehr viel Laune. Hätte ich auch nicht gedacht. Und ja, es ist irgendwie interessant. Ist so eine Mischung aus Freunde und Kollegen hocken im Livestream, nicht im Livestream, sondern im Discord und unterhalten sich einfach über irgendwelche Themen. Und nebenbei zockt man. Ganz oft kam es jetzt vor, dass wir, wie heißt es gleich noch, einfach über irgendwelche Games gesprochen haben, die man aktuell oh, Kacke. Die man aktuell gespielt hat oder so, und das ist total strange. Aber irgendwie auch cool. So.
besser. Aber Livestreaming und so weiter, das kann ich eigentlich jedem irgendwie so ein bisschen empfehlen. Wenn man Bock drauf hat, sage ich jetzt mal. Weil das macht wirklich Spaß. I don't need stuff at the moment. I think I don't need something. Satisfactory kenne ich, habe ich auch schon übelst. Moment. Kann man beim Epic Launcher sehen, wie viel Spielzeit man da reingedonnert hat? Moment. Also ich, gefühlt würde ich sagen, habe ich da schon gefühlt Wochen reingedampft. Aber schon seit der Beta. Moment, ich... Zwei-Faktor-Authentifizierung ist auf Dauer echt nervig, aber... So, Bibliothek. Wo habe ich das denn? Oh, hier. Ach Gott, es gibt schon Update 8. Man kann. Ich kann es echt nicht nachgucken. Sondern nur, wann du es. Das ist irgendwie schade. Nee, schade. Ich sehe hier leider nicht, wie viel ich da schon gespielt habe. Als ich damit angefangen habe, gab es das noch nicht auf Steam. Aber da habe ich es mittlerweile auch als Beta-Kunde. Aber gefühlt. Wie viel habe ich denn da auf Steam? Habe ich das da auf Steam Stunden gespielt? Mental. Ja, okay. Da habe ich auch schon 72 Stunden. Und ich hab's auf Epic gekauft und da ordentlich auch Zeit reingebuddert. Aber das Spiel ist ja auch Himmelsherren und Zwirn und das, man kann da so viel Zeit reinballern. Aber ich habe mit Update 4 aufgehört. Ich bin immer so, ich baller Stunden rein bis zum geht nicht mehr. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht sehen kann, wie viel Zeit man schon in Minecraft versenkt hat. Das wäre auch interessant. Hallo Anime Reaper. Aber ich habe mit Update 4 aufgehört, einfach aus dem Grund, weil ich das zu oft gespielt habe. Und ich wollte dann noch die Updates abwarten und ich glaube, wenn Release ist, also Version 1.0 rauskommt, also der Full Release, dann werde ich da nochmal richtig Zeit reinbuttern, mir hier meinen Server draufknallen und dann nochmal richtig reinhauen.
Da habe ich Bock drauf. Und dann ist das auch durch die ganzen Updates. Genau, in Early Access ist es. Aber wenn die ganzen Updates und dann ist alles neu und ich hoffe, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, als das rausgekommen ist und mit den Updates, dass wenn dann das finale Update jetzt rauskommt, dass ich da wieder so eine New Experience vom Game habe und ja. Oh, thank you. Yeah, but not right now. I think I don't need something. I want to try to play only, and if I need something, I have your Discord and I would contact you. Thank you.
So. Oh. Ha, so. Echt? Wie mache ich das? Das will ich. Minecraft Playtime. Oh mein Gott, ja. So. Was für interessante General. Okay. Kilometer schon geflogen. Oh Gott. Ja. Oh. Aber das hier finde ich lustig. 2,34 Tage. Seitdem. Warte mal. Oh mein Gott, ist der Rechner riesig. 2,34. Wir spielen seit dem 2. Februar, also seit 17 Tagen. Jetzt muss ich Mathe können. Ich kann kein Mathe. Also.
Also, es sind 56 Stunden. Ist das nicht... Play time per day. So. Server start. Also gleich, Klammer auf. Mal 24 war das, glaube ich. Klammer zu. Oh ne, warte. Gleich B 3 durch heute. Dann haben wir hier Zahlenformat. 1. Oh ne. Gleich heute minus B 4, ne, 3, 17. So. Also, 3,3 Stunden, genau. So, aber dann kann ich mir das hier Playtime on JFK Server. So. Kann ich mir das für später auch nochmal angucken. Ja, aber das kommt circa hin. Das ist in Ordnung, weil wir hatten Serverprobleme. Und ich habe auch noch andere Spiele oder ein bisschen was anderes gespielt. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so weitestgehend funktioniert, weil du ja auf zig Servern spielen kannst. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Bedrock Edition funktioniert, aber mit der Java Edition...
Ja, da hast du eigentlich recht, weil du hast ja im Hintergrund hast du ja immer den Minecraft, das Minecraft-Ding laufen. Könnte eigentlich passen. Hi, was geht? Ich habe den Kopf repariert bekommen und funktionsfähig bekommen. Und jetzt versuche ich gerade alles zu verkleiden und ich glaube, das ist der nächste Wahnsinn, der auf mich zutrifft. Ja, ich hatte das alles hier. Kannst das Stück weiter nach hinten bauen müssen. Dankeschön. Also dit hier auf jeden Fall bedeutend verlängern sollen. Dann hätte ich hier eine anständige Wand einfach einsetzen können. Ja, auf jeden. Das wäre eigentlich ja mal wirklich nice, wenn du sehen könntest, wie viel Zeit du sinnlos verschwendest. Apropos Zeit sinnlos verschwenden. Kennt ihr die Seite SteamDB und den Calculator? Es gibt einmal Steam Get Disappointed, genau. So, zum einen, der Account Value ist ein bisschen krank, aber viel schlimmer ist, das hier. Horse on Record. Das ist Get Disappointed in Your Life. Ach, okay. Es gab mal irgendwie was. Ah, hier. Ja, Cookie Clicker.
der lief ein bisschen durch. Aber ja, es gab hier noch irgendwas, da hat er dir Sachen einfach rausgehauen, so. Mit der Zeit hättest du irgendwas anderes machen können, also, ja. Nee, das heißt, wie viel ich schon mit dem Steam-Account online gespielt habe. Also während ich über Steam irgendein Spiel gestartet habe. Das bedeutet das. Ja. Also. Das ist Get Disappointed. Ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist erschreckend. Und dazu kommt halt noch, dass ich... ich habe den Epic Game Launcher. Da habe ich noch ordentlich Spielzeit drin. Ich habe den EA Launcher. Warte. Kennt ihr... Ich weiß nicht, ob ich das schon eingerichtet habe. Playnet? Moment, ich guck mal eben, wo ich die hab. Desktop. Playneed. Okay, habe ich noch nicht installiert, aber da kann man halt auch gucken. Oder GOG. GOG Galaxy. Der... Da kannst du zig Sachen drin integrieren. Aber ich habe halt so übelst viele Spiele eigentlich. Irgendwas konnte man hier. Aber The Mons? Nee. Irgendwo konntest du... Ah. So. Okay, ich muss die anderen noch integrieren, aber... Hier kannst du halt auch noch dein... GOG, EA-Konto, PlayStation, Steam und Ubisoft connecten. Und dann kann der hier auch noch deine Playtime zusammenrechnen. Ich kann mal eben gucken. Oh, es gibt eine neue Version. 2.0 also, okay. Ja, ich habe GOG wegen den kostenlosen Spielen und ja, wegen Cyberpunk, das kam halt dazu.
Wieso 1,5 Stunden noch? Oh, okay. Nice, du kannst auf der Arbeit Streams gucken. Das würde ich auch gerne, muss ich sagen. Okay. Egal. Ja, es gibt noch sowas anderes, das nennt sich Plain Need. Glaube ich. Doch, das müsste Play Need heißen. Ah, okay. Ja, easy. Mit Play Need kann man auch mega viel zusammenfügen. Und was ich cool finde ist... Yo, ich bin morgen wieder so ab circa 18 Uhr am Stream. Dann schönen Tag, Abend dir noch. Und bis morgen. Danke, dass du dabei warst. Ja, da muss ich dazu sagen, das finde ich übelst entspannt, wenn du diese Möglichkeit hast. Dankeschön, bis dann. So. Ich will jetzt mal was ausprobieren.
wenn ich das mit dem Copy-Paste-Tool mir nehme, ne? Funktioniert das? Ah ne, mit dem Copy-Cut-Tool. Oh. Was ist denn Join Create Options, Controls, Keybinds, Key, G. René, du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt nur gecrashed, weil der Motor lief oder sowas. Ja, wir hatten uns drüber unterhalten und da hatten wir einfach nur mal gecheckt, was für Spielzeiten ich da habe, aber das ist ja noch nicht alles. Da wollte ich, wenn das der Full Release draußen ist, mal zocken. Also, ich muss jetzt dazu sagen, anscheinend habe ich den Server nicht gecrashed. Das ist schon mal ein sehr großer Vorteil. Habe ich das Game jetzt kaputt gemacht?
glaube, ich deaktiviere jetzt mal eben den Shader. Vielleicht macht der ja gerade irgendwelche Probleme. So, jetzt wird's interessant. Okay. Wir haben es zurück ins Spiel geschafft. Der Shader macht Probleme. Okay. Verdammt. So, ich würde mal eben kurz Pause machen, wenn das Spiel schon wieder lädt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also ohne Shader die Position verändern und danach den Shader wieder einschalten in der Hoffnung, dass das Spiel funktioniert. Also, bis gleich.
So. Shader ist wieder aus. Dann machen wir das erstmal fertig und dann gucken wir mal, ob das wieder crashen wird. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich Minecraft überhaupt den Server mehrfach zum Crashen kriege, das Spiel mehrfach zum Crashen kriege. Und alles mit demselben Tool. Das hat schon was mit zu bedeuten. Mal gucken. So, was ich jetzt machen wollte, ich wollte ein bisschen nach hinten gehen. So. Könnte auch sein, dass das der Kleber war. Kann das sein? So. Dann. Strom. So, und wir brauchen noch die... Verdammt.
Okay, und jetzt? Funktioniert das jetzt? Okay, das haben wir geschafft. Okay, dann müssen wir jetzt den hier kopieren. Oh Gott, das wird anstrengend. Paste und okay.
Okay, das hat geklappt. Oh. Es hat geklappt. Okay. Das klappt, das klappt. Das.
So. Ja, die Verlängerung hat geklappt. Ich. Geil. So. Ah. Es funktioniert. Okay. So. Kacke.
Langsam wird es. Oder auch nicht. Au. Eingesperrt. Das funktioniert auch wieder. Nochmal testen.
Ich auch. Also. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier... Okay, müssen wir das nochmal öffnen? Oh. Da ist er. Ey, das ist ja traumhaft. Hallo. Hallo. Hi. Tschu-tschu. Wir haben eine Idee. Oh Gott, ja. Hallo. Guck mal in die Bildschirmübertragung von, Brain. Ja, hallo. Bitte. Dezebrain. Oh Gott, wie... Wie kann ich eine Bildschirmübertragung aufrufen? Du klickst musst auf seinen Namen klicken und ja, dann... oder so, ja. So, aber jetzt erklärt mal niemand, was das ist. Ich möchte erstmal gucken, ob er drauf kommt, okay? Was siehst du da? Und nein, wir haben nicht Texas falsch rumgemalt. Also ein bisschen. Aber das ist es nicht. Den Tipp gebe ich dir. Und ja, ich hatte eine sehr zittrige Hand an der Maus. Oh mein Gott. Gebe ich zu. Ich hätte jetzt eine Bahnlinie gesagt. Ja! 100 Punkte. Also kriegst du jetzt nicht ausgezahlt, aber ist dann quasi, ist angerechnet. Der Kandidat hat 100 Gummipunkte gewonnen. Hey! So. Genau, und was wolltet ihr ihn jetzt fragen? Ob er einen Zug oberirdisch haben will oder unterirdisch? Oder ob er überhaupt einen Zug haben möchte. Also es wird nicht auf dein Grundstück kommen, wir machen das so, dass es kein Grundstück berührt.
aber beispielsweise, ich hätte gern U-Bahn. Jetzt die Frage, möchtest du es oberirdisch irgendwie? Also das ist jetzt halt nicht perfekt. So kannst du ja dann sagen, wo du das haben möchtest, ob da Tier haben möchtest oder da oder whatever. Aber einfach, dass wir wissen, oberirdisch oder unterirdisch, das ist gerade die Frage. Wo möchtest du angebunden werden? Wenn du angebunden werden möchtest. Wenn nicht, dann ist da schnell Tunnel, dann scheiße hey, an, auf dich. Dann sind wir am Kinsich und sagen, nö, hier halten wir nicht an. Was? Nee, anbinden wäre in Ordnung. Ich würde mich an die Masse richten, sage ich jetzt mal. Wenn alle sagen, also hey, wir wollen alle oberirdisch, dann würde ich oberirdisch und sonst. Kann man das unterschiedlich machen. Das wir können kann ihn fahren lassen, wie wir wollen. Genau. Ja, und den Bahn, also wir und würden wir wollten quasi ihn halt gerne einmal im Kreis durchs ganze Gebiet fahren lassen, dass wir theoretisch noch Leute anbinden können, die quasi nicht so, sonst hat man immer Sackgassen, in die man reinfährt. Mhm. Also, ja. Deswegen ein und dass Kreis, wir das wir als da so Community brauchen. Zusammenbauen dann. Genau, dass genau. Wir mal was machen, was wir zusammentun und dass es nicht so, so eine Enttäuschung wird wie der Ender Dragon. Ja. Das war traurig, ich war so enttäuscht, wirklich. Ja, siehst du, das habe ich bis jetzt nur gehört und ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Ja, ich hätte auch nicht da sein sollen, ganz ehrlich. Oh. Ich wollte nicht da sein, aber dann dachtest du, naja, wenn ich sowieso schon auf dem Server drauf bin, warum sollte ich denn nicht dabei sein? Und das war jetzt so eine Idee, die wir hatten. Und ich meine, Bahnhof kannst du ja dann bauen und machen, wie du willst. Also wir wollen dann erstmal nur eine Bahn legen. Eine Bahnlinie. Genau, und den Bahnhof Linie kannst du ja an dein Gebiet sogar anpassen, wenn das halt neben dir ist quasi. Mhm. Das ist aber ja was nicht wir das halt, Thema. Aber was wir nicht wollen, ist auf den Grundstücken. Weil wenn dann irgendwie mal der Zug ausrastet, dann muss man eingreifen können. Genau. Deswegen. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mit einem Zug in ein geclaimtes Gebiet reinfahre. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ich mit einem Boot in ein geclaimtes Gebiet reinfahre, aussteige, kriege ich mein Boot nicht wieder. Es sei denn, ich schubse das eine halbe Stunde lang aus Gebiet raus. Oh Gott. Ja. Also, wie wollt ihr euren Zug anschließen? Oder eure Gleise? Also ich bin mir tatsächlich noch nicht sicher, weil ich habe gerade überlegt, es wäre auch cool, einen unterirdischen Bahnhof zu haben, mit oben offen, dass das von oben einfach nur rein mit dem Kran reingehoben wird. Dann wäre unterirdisch geiler. Ja. Also ich weiß es auch noch nicht, weil also ich halt noch gar nichts bei mir habe. Also wir müssen bei mir muss ich auf jeden Fall unterirdisch. Und ich weiß noch nicht, auf welcher Seite ich meinen will. Nee, dadurch, dass ich ja eigentlich unter der Erde wohne, wäre bei mir sowieso eine U-Bahn. Unterirdisch. Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Am Arsch der Heide. Bei mir würde ich auch sagen, unterirdisch. Also, ja, das im Hafen, also glaub ich, ist, glaube ich, die Mehrheit unterirdisch. Aber wenn jemand sagt, er möchte den oberirdisch haben, geht das auch. Ist kein Thema. Den, ja, gut, wenn jetzt Kani ankommt, wir haben jetzt komplett unterirdisch, sie möchte den aber oberirdisch haben, müssen wir es umbauen. Das ist nicht das Problem. Ja. Hauptsache, der Zug hat genug Power. Und da kann man ja drauf einwirken. Ja. Und dann baut jeder seinen eigenen Waggon, oder? Das könnte man auch machen. Das war gerade so eine Schnapsidee. Aber ganz ehrlich, das ist also gerade einfach so gekommen. Bei den Create-Sachen weiß ich nicht, wie die Waggons die Power von dem Zug beeinflussen. Ich glaube nämlich gar nicht. Aber wenn das gar nicht ist der Fall, dann kann jeder einen Waggon machen und wir machen so einen auf hier, weiß ich nicht, wie heißt der, Mararacha Express oder so. Also jeder macht irgendein geiles Theme in seinen Zugabteil rein und dann hat man so einen Reisezug oder so. Ja, irgendwie, dass das zu seinem Gebauten oder sowas auch passt, dass man irgendwie so das zu einem zuordnen kann. Ja, und dann kann man so ein Schildchen machen, der Waggon ist bei dem und dem, der Waggon ist von dem und dem. So, dass man das quasi so, die Credits dann noch so als kleines Schildchen irgendwo in den am Ausgang vom Waggon oder so hinhängt. Ja. Aber dann brauchst du das dann nicht, also das Schildchen, wer was gebaut hat, wenn du, wenn die alle so gebaut sind, wie du sowieso baust. Das ist ja gerade nur so ein bisschen Brainstorming. Ja, aber mein Waggon-Stil würde sich tatsächlich von meinem Baustil an meinem Dorf unterscheiden. Weil Dorf bin ich tatsächlich eher so mittelalterlich, aber beim Zug würde ich wahrscheinlich so ein Steampunk-Team wählen, weil das richtig geil ist. Ja gut, dann würde man uns beide wahrscheinlich vertauschen, weil ich baue wahrscheinlich allgemein eher so Richtung Steampunk-mäßig. Ja gut, dann kann man ja so einige
Deko-Details halt. Okay, wir kriegen das irgendwie hin. Ist ja jetzt erstmal ganz zum Ende. Und zur Not, jeder kann den Waggon bei sich selbst bauen, ne? Ja. Und dann lassen wir den Zug einmal die komplette Strecke rückwärts fahren und dann dockt er einfach alle Züge an. Oh mein Gott. Und dann fährt er wieder vorwärts, wenn die alle angedockt sind. Dann müssen wir uns nur darauf einigen, was die Maximalgröße des Zugs ist. Oder des Waggons, weil wenn wir den Tunnel irgendwie 10 breit und 15 hoch bauen und der Waggon dann irgendwie 40 breit ist, dann fährt er 3 Meter. Dann schleift er ein bisschen an der Wand, aber wenn es kracht, noch 1 Meter oder wie war das? Ja. Ich mache ein Cabrio. Ja, ein Cabrio so hoch, dass jeder geköpft wird, der damit fährt. Funk. Ich würde mir gerade so sehr wünschen, dass wir das hier oben langziehen, weil wir sind näher an Texas. Dann müssen wir unten links, fahren wir hier einfach aus. Wir müssen dann hier so rum und dann haben wir Texas. Mega. Aber du könntest auch einfach links von meinem Gebiet nach oben fahren und dann eine sinnlose Kurve irgendwie noch 300... Ja, einfach so oben rum irgendwie. Ja, und wir müssen noch gucken, wenn... wenn Kev und Enderman noch angebunden werden wollen, dann müssen wir da auch gucken, wie wir die ranbringen, ne? Machen wir denn Zickzack oder sowas? I don't know. Hm. Nee. Da geht ja gar nicht. Da würde ich dann eher sagen, von Deadcock runter. Ja, und dann links. Und da zwischen. Nee, wieder hoch. Zwischen Kev und dem roten. Genau so. Ach so, unter dem Tunnel, den ich gebaut habe, da auf der Strecke. Also quasi dann hier längs. Ja, das wäre dann. Auf. Da können wir dann schauen. Auf welcher Höhe wollen wir den Tunnel? Das haben wir noch gar nicht geeinigt. Also, wir müssten ja auch gucken. Also, je nachdem, wenn der Zug eine Höhe von, weiß ich nicht, jetzt der Zugtunnel eine Höhe von 15 hat, dann müssen wir ihn ja tiefer versenken, als wenn wir eine Höhe von 3 haben. Wir tiefer als 63. Weil ja, denn einfach. Headrock Level! Was? Na, da müsst ihr aufpassen. Wieso? Na, sonst wirst du ins Void gezogen. Wieso? Wenn du auf Bedrock stehst, wirst du ins Void gezogen. Warum? Spielmechanik? Von was? Von welchem Mod? Von Void Escape oder so. Okay, das ist scheiße. Ja, deswegen kriegst du unten, wenn du auf Bedrock stehst, einen schwarzen Bildschirm. Genau. Komm ich das? Habe ich noch nie ausprobiert. Ja, und dann landest du im Void. Und dann? Ist da alles ziemlich dunkel, creepy und laut. Dann hatten wir ja das letzte Mal richtig Glück gehabt. Hä, aber nee, das Bedrock ist nicht das untere Bedrock gewesen, das in Twilight Forest. Ja, aber zählt das dann nicht trotzdem dazu? Also erkennt also das Spiel über Bedrock, das? Ich bin über Bedrock gelaufen und ich habe den Effekt nicht gekriegt da drinnen. Ja, ich auch, aber keine Ahnung, deswegen sagte ich ja, wir hatten ja richtig Glück gehabt eigentlich, weil wir hier nichts hatten. Also René ist einfach verschwunden. Wie verschwunden? Ja, ich habe mich mit dem unterhalten und dann Bub war er im Void. Ach so, meinst du? Lol. Ja, passiert häufiger, wenn man wieder einen Disconnect hat. Oh ja. Da verschwindet er auch immer. Ach so, du bist ja auch so in der Nähe von mir, ne, Daycock? Ja. Ich hab da einen riesen Baum hingestellt. Ich hoffe, der stört dich nicht. Oh, hallöchen, Tronic. Kannst gleich in den Stream reinkommen. Hast du mein Schild gesehen? Nein, aber hier, der Baum hier. Der ist geil. So... Ja, ne? Wie, in welchem Stream? Auf jeden. Die Bildschirmübertragung. Und ich will halt das noch so ein bisschen anpassen hier. Ja, das gehört technisch gesehen nicht mehr zu meinem Grundstück, aber es gehört auch zu meinem Einflussbereich. Ja, mein Gott. Deswegen will ich hier noch so, hier auf diese Seite, guck mal, hier. Wer möchte Tronic die Texas-Theorie nochmal erklären? Du. Hier will ich nämlich, hier will ich Wald hinmachen, bis zum, also hier so rüber, auf den Berg noch rauf, bis zum Fluss unten, oder bis zum Wasser unten. Tronic, du bist gelb, ne? Ja. Hier soll der Hafen dann hin. Was denkst du, was geil. Das hier ist? Und wenn man hier, guck mal, hier ist noch nicht fertig, aber hier durchkommt man, dann zum anderen Gang. Also hier werde ich mein Haus reinbauen in den See. Nice. Und hier kommt man denn, hier ist meine Zu-Fuß-Anbindung.
Wollen wir Tronic auch kurz einweihen, bitte? Ja. Danke. Also, wir haben vor, eine Choo-Choo-Bahn zu Choo-Choo lassen. Und Create. Eine sehr kreative Eisenzugbahn, die zieht ganz viele Dinge. Manchmal auch Eisen. Alles klar. Was hältst du davon? Es wird... Oh ja, okay, ich habe ein bisschen drüber gemalt, aber ist außerhalb von deinem Grundstück. Die Frage ist, möchtest du einen U-Bahn-Bahnhof haben, den du da dann selber machen kannst? Oder möchtest du überirdisch angeschlossen werden? Das ist aber nicht relativ. Ist jetzt keine gute Antwort, aber nehme ich. Ja, aber es ist eine Antwort. Also, ja, damit kann man arbeiten, sag ich mal. Es ist ihm egal. Also können wir gucken, wie es in der Umgebung besser passt. Und was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Wir können das noch ein bisschen tunen. Wir können näher an Texas kommen. Das ist nicht unser Ziel. Aber es ist schon so close. Es ist nicht viel. Also... Ja, aber es muss da nicht noch näher rankommen. So. Das ist ein Zeichen. Die bauen nicht Texas als Bahnschiene. Ah, na gut. Können wir irgendeinen mexikanischen Staat nennen? Was ist denn mit dir? Weiß ich nicht. Ja, ich merk's also, schon. Also bei mir ist eine Menge. Aber nie was Gutes. Aber nichts richtig, wa? Ja, nee, ist immer nur so semi-geil alles. Nein, ja. Kennt sich denn einer mit Create aus, oder? Nö. Okay. Ein bisschen. Also wir kriegen das schon hin. Und zur Not gibt es YouTube, da gibt es gute Tutorials. Ja. Aber nicht, wie man Totenkopf spaltet in der Mitte. Das ist sehr frustrierend. Da musst du andere Dinge in der Suchleiste eingeben, Gangschuh. Bitte, halt, stopp. Ja? Dinge funktionieren mit Create so. Du kannst auch deinen Schädel spalten. Echt? Nee, ja, hat ja jetzt endlich alles geklappt. Ach so, es wird demnächst übrigens ein Update geben. Wie hast du das gelöst mit deinem Schädelspalten? 400 verschiedene Redstone-Signale, völlig bescheuert. Aber jetzt funktioniert's endlich. Falls noch irgendjemand kommt, ich werde es nur minimieren, nicht schließen. Boah, aber ich glaube, deine Musik ist sehr interessant. Echt? Ja. Ja. Hast du was dagegen? Das ist Es war jetzt nicht geil. Negativ gemeint. Das war eher aber so, ich bezweifle, dass du so viele Signale bräuchtest. Soll ich den Stream offen lassen? So, ja. Nein, das war jetzt nicht so gemeint. Das war eher so, das ist Musik, die ich so noch nicht gehört habe. Okay, das kann. Also. Nicht viel gehört habe. Wie machst du das jetzt wieder aus? Mit demselben Knopf? Genau, mit demselben Knopf kann man einfach wieder schließen. Weißt du, was das Schöne ist? Denn bist du schon René etwas voraus. Ja, deswegen habe ich das so gebaut, weil ich habe einmal gesehen, was passiert, wenn die Tür kaputt geht. Hast du seine Tür auch schon kaputt gemacht? Selbstverständlich. Ich auch und mich hat er angemault und bei mir war es noch ein Knopf aus Holz und einer aus Stein, den man nicht mehr sehen konnte. Deswegen habe ich denselben nochmal gedrückt. Ja, ich hab mit Schildern den gehabt. Ja, genau, den ja auch, aber ich hab den unteren Knopf halt einfach nicht gesehen. Ach so, Weil der halt aus Stein auf Stein war. Und dann hat er sich drüber aufgeregt, dass ich seine Tür kaputt gemacht habe. Junge, dann bau doch da einen Holzstein oder einen Diamant. Holzstein? Holzknopf oder einen Diamantknopf hin oder so. Ja. Nicht das Holzstein. Aber dein Schädel ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Den Dankeschön. Fand ich auch mega. Aber tatsächlich, also wenn du, ist wahrscheinlich ganz cool, was du gemacht hast, aber man kann das tatsächlich optimieren, wenn du es optimieren willst. Wenn nicht, ist auch okay. Nee, bis jetzt nicht. Das hat mich zu viel Zeit gekostet. Nee, weil ich weiß halt nicht, wie viel, aber es lief ja flüssig. Hatte irgendwer gerade Lags? Ich hab keine Lags. Sammeldirt. Nichts Extremes. Gut, dann macht es auch nichts beim Server, also von daher, Peng. Dann kannst du es so lassen. Also, ich hab halt nur die Erfahrung gemacht, wenn man zu viel miteinander verkettet, dann haben manchmal Server überhaupt keinen Bock mehr und sagen, ich leck mal rum, du Pimmelkopf.
Ja, genau, deswegen habe ich alles über Statusabfragen gelöst. Also jede einzelne Bewegung ist ein Status, der abgefragt wird. Das heißt, es ist nicht irgendwie mit Timern oder sonstiges gelöst, sondern wirklich rein nur Positionen werden abgefragt und die lösen dann andere Sachen aus. Damit habe ich zum Beispiel wiederum nicht, noch nie gearbeitet. Ich vor ich drei Streams mit, auch noch nicht. Ich habe immer mit Timern gearbeitet. Ja, nee, das war mir zu kompliziert. Ich habe auch sämtliche Sachen mehrfach zerstört, wenn ich mit Timern gearbeitet habe. Ja. Also. Auf jeden Fall. Aber mit Abfragen ist ja eigentlich sogar smarter, weil dann kann ja nichts schief gehen. Oh doch. Also kann ja nichts schief gehen in dem Sinne, wenn du jetzt fragst, ist der und der eingefahren oder was weiß ich, wie du die abfragst, ne? Denn ja, guck mal hier das unten. Ah, ja. Weil das Hirn ist ein Sieb. Jeder einzelne Status hat eine eigene Redstone Lamp. Kenn ich mit dem Hirn. Tiefer oben. Und Treppe unten. Ah, das ist kind of smart. Ja, das war Versuch Nummer 2. Der andere hat das komplett auseinandergehauen. Ja, ich kenne das. Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend. Also ich will auch mit in meinem Dorf. Ich will mit in meinem Dorf auch mit Create arbeiten. Aber ich weiß halt noch nicht, wo ich es einsetzen will. Weil ich habe zum Beispiel auch in einem anderen Modpack habe ich mit Create einfach meine Rakete im Berg versenkt und habe die einfach, wenn ich losfliegen wollte, die Rakete einfach seitlich aus dem Berg rausfahren lassen zum Beispiel. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Dann oben oder, irgendwie den Schädel oder, aufmachen dann. Den ganzen Berg einfach aufklappen lassen. Ja, irgendwie sowas. Solche Geschichten habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch zum Beispiel, übrigens, Create ist waterproof, ne? Echt? Also in gewisser Weise. Weil ich habe zum Beispiel... ich habe gerade keins dabei. Ich habe zum Beispiel einen riesigen Mauerring gebaut und der stand halt zur Hälfte im Wasser. Und dann habe ich Wassertore gemacht. Das heißt, geil. Du musstest... ich habe halt quasi... Danke. Also du kannst das waterproof einrichten quasi, weil ich habe nicht das Tor selbst bewegen lassen, sondern ich habe das komplette Mauersegment sich drehen lassen. Und das war so gebaut, dass das quasi ein Kreis war, dass nirgendwo Wasser reinlaufen kann, egal in welcher Position es gerade steht. Und so kriegst du das waterproof. Und dann gingen die Tore halt beide zeitgleich auf oder zu, je nachdem, wie du es halt wolltest. Ja, weil ich wollte auch noch einen Hafen bauen. Das ist eine mega Idee. Ja. Und so kann man dann halt quasi Hafentore bauen. Das ist richtig cool. Kennst du schon die Schiffe von Mine Colonies? Oh ja, die sind cool. Diese Versorgungsschiffe, wo du einfach nur Loot drauf findest? Ja, genau, aber die styletechnisch sehen die halt gut aus. Ich glaube, die würden super in deinen Hafen reinpassen. Oh, ja. Also, ich, ja, aber mir sind die Schiffe zu klein. Oh. Ich habe damals tatsächlich ein Schiff in einem Hafen gebaut. Und das war... Naja, wie soll ich sagen? Es war riesig. Ich hab das Schiff zwar auch nur quasi nachgebaut, aber es war geil, weil das hatte diese dreieckigen Segel und schwarz und grau so. Also, nice. Boah. Ich fand das schon echt cool und es war riesig. Also der Mast war ungefähr vom Boden aus bis hier. So, mindestens. Oh Gott. Das war schon riesig. Wie lange hast du da dran gearbeitet? Lange. Alter, was ist aber ich hab's halt kopiert. Wieso, was hast du? 18,7 Gigabyte. Ja, tolle, guten Tag. Das kann ich ändern. Untersteh dich. Bitte nicht. Sonst kneife ich. Ich möchte in Ruhe bauen, von bitte. Du hast ja diese komische Wolke mir vorhin letztens gezeigt, ja. Ne? Die alles zum Laggen gebracht hat, ne? Ja. Davon gibt's noch so ein Ringprojektor. Kennst du den schon? Nee. Komm mal mit, ich hab den. Ich hab mir den gestern noch gemacht. Der ist voll cool.
Ist ja nur ein Katzensprung rüber, ne? Jo. Hattest du wieder Dia schon? Nein. Ah, nice. Das ist nämlich was anderes. Der projiziert nämlich so eine Art, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne Pentagramm. Also sowas, so ein Kreis halt auf dem Boden. Wie hieß denn der Mod nochmal? Mahu? Mahu Tinschki. Tinschki? Gesundheit. Genau, da. Der hier, pass auf. Zack. Oh, kann man den vergrößern? Ja, pass auf. Oh nice, den brauche ich für den Friedhof. Ja, ich bin weg. So, Größe 100 und jetzt kommt's. Y war die Hochkoordinate, ne? Ja. Oder war Z die Hochkoordinate? Nee, Y, ne? Y. Okay. Fuck. Wie geil ist das, wenn das über deiner City schwebt? Ich brauch das. Ich baue mir das. Oh, wie geil. Das ist voll geil. Oder warte. Den Ring noch wieder hinmachen und vor allen Dingen das Coole ist, beim Ring kannst du noch den irgendwie noch, warte, noch beeinflussen, indem du den kannst du halt so drehen. Guck, siehst du das, wenn du da ranfliegst? Oh, nein, er ist zu weit weg. Er ist aus dem Ladebereich. Da kannst du nicht so dicht ranfliegen, aber den kannst du halt so drehen. Noch, also den Ring in sich. Und du kannst halt auch Boah, ich glaube, da wird das Reich des Bösens echt super. Oh, guck, geil. Du kannst alle möglichen Richtungen drehen. Das ist so geil. Und du kannst sogar die Farbe ändern mit einem RGB-Code. Oh, nice. Ah, ich glaube, da wird jetzt ganz viel Spielkram beikommen. Ja, genau. Das ist schon echt. Boah, mit Shadern sieht das aber so. Also, dein Gebiet hier sieht so fröhlich aus. Mit den ganzen Kirschblüten und dann schwebt da so ein Riesenteil rum. Wo gibt's Kobolde? 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 Ja, am Ende des Regenbogens. In Irland. Bei den Irren. Da oben ist er, der hat irgendwie gerade ein bisschen verbuggt. Wo wird eigentlich der Weg hin? Ist er irgendwie sinnvoll oder ist er useless? Lavasee, okay. Ah, da ist er. Ja, nice. Das baue ich mir ein auf jeden Fall. Danke für den Tipp. Das Ding ist so cool. Ja, aber die Mod allgemein, du kannst irgendwie Villager opfern für dein Kali-Burn und dann wirst du böse und je mehr du opferst, desto mehr Schaden machst du. Okay. Also das ist... Hier, warte, jetzt kann ich dir das nochmal zeigen. Wenn du den Ring-Angle kannst du halt... Jetzt siehst du das genauer. Den kannst du halt aufstellen. Ich muss einen Moment warten, das hat bei mir auch gedauert. Nice. So geil. Und vor allen Dingen, du kannst auch die einzelnen Sachen ausschalten. Warte. Go Circle. Und dann kannst du zum Beispiel das irgendwo drumrum machen, um so einen Sockel. Ja. Das ist so geil. Okay, Wenn du es halt richtig aufstellst, dann kannst du es halt auch in eine Wand quasi integrieren. Ich habe ein paar geisteskranke Ideen. Ich muss los und so 5 Stück davon bauen. Mach. Danke, bis ja, später. Dunkle Blöcke. Ich brauche ganz, ganz viele dunkle Blöcke. Na, wie viele? Also ich könnte dir Blackstone geben. Wollte gerade sagen, Blackstone kann ich empfehlen. Habe ich bei mir verwendet, wenn du ihn dir angucken willst. Ich weiß, wie Blackstone aussieht. Der ist schwarz. Das Ding ist, ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht wieder so dunkel bauen. Aber dunkel sieht geil aus. Dann kickt die Gothic-Emo-Seite.
Und dann kickt genau das und ich denke mir nur so, scheiße. Aber es ist halt immer wieder dasselbe. Ich baue immer mit den gleichen Blöcken. Das ist so, Na, ich baue auch immer das Gleiche. Aber diesmal ist mein Dachgarten cool. Also nicht das Gleiche, aber halt so im Stil halt immer gefühlt dasselbe. Ja, same. Auch in Ordnung. Deswegen habe ich bisher noch nichts Eigenes gebaut. Ich habe mich nur eingenistet. Wieso nichts Eigenes gebaut? Das macht voll Spaß. Ja, aber ich... keine Ahnung. Gerade bin ich auch nur am Terraform, weil ich nicht weiß, was wir uns machen sollen. Ja, das Ding ist, ich habe immer zu viele Ideen, aber ich krieg sie nicht umgesetzt. Ja, so ist es bei mir zum Anfang auch immer. Nach 1000 Sachen, dann fange ich irgendwas an. Dann habe ich das fertig und dann bin ich so, ja, nee, aber jetzt fertig, ne? Ich habe fertig. Nee, so ist es jetzt bei mir nicht. Ritterliche Spitzhacke. Alter. Gottes. Bitte? Miau. Miauts, genau. Ich hab ein Glühwürmchen an meinem Tunnel. Das ist ein Tunnelglühwürmchen. Glühwürmchen. Also quasi leuchtende Globulis oder was? Ja. Genau, das sind dann Glow-Bullies. Glow-Bullies? Ja. Oh Gott. Also in meine Höhle kommt man nur noch über die Waystones. Geheimnisvoll. Okay. Naja, ich gehe mal wieder aus dem Call raus. Jo, viel Spaß. Danke. Ihr könnt ja die ganzen Details bezüglich des Zuges dann in General reinpacken oder so im Discord. Ja, wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, ist das ein Event? Oder wir machen einen Channel für Zuzut. Oder so. Den Zug. Der Zuzu-Checkpoint. Aber die Frage ist, dürfen wir den Discord überhaupt dafür benutzen? Machen wir einfach. Mann. Wir haben die Rechte. Wir werden hier sowas von ausnutzen. Boah. Irgendjemand muss hier ein Leben auf den Server kriegen. Und Community-Dinge tun. Okay. Community. Ja, dann euch noch einen schönen Abend auf jeden Fall. Danke. Danke und viel Spaß noch. Ciao. Ciao. So. Jetzt muss ich meine Gedanken freien Lauf lassen. Thank you.
Thank you.
Gut, alle, dann... Ja, sauber, das freut mich. Ich mache jetzt auch Feierabend. Ich wollte gerade tschüss sagen. Ja, der Schädel geht langsam voran und ich finde... Die Augen, die sehen so pervers geil aus. Jetzt müsste ich eigentlich warten, bis es noch Nacht wird. Oh. Das wird so geil aussehen. das hat Bene mir gezeigt oder Ben? Bene oder Ben? Ja. Das sind diese Myojin Projektor. Und die sind absolut geil. Du siehst, da sind zwei. Und wenn den jetzt präsentiert, wir setzen den mal auf 65. Du siehst ihn da oben jetzt schweben. Und Size. Du kannst halt so ein Pentagramm in den Himmel. Aber da wird halt der Abstand von dem gezählt. Aber das ist halt mega geil. Das will ich hier auf dem Friedhof irgendwie auf dem Boden platzieren. Sowas, so, wenn man das dann jetzt irgendwie nimmt, so mit... Keine Ahnung, ob man den... Kann man den Redstone steuern? Lever... Oh fucking hell. Da habe ich eine Idee. Reds. Nee. Receiver. So, Knopf unten. Kiefer oben. So, wenn. Wenn der Schädel geschlossen ist, soll der ausgehen. Der hat da ein bisschen experimentiert wegen diesem Fog-Projektor und hatte das dann gefunden. So, müsste das jetzt nicht feuern? Da muss ich hier... So. Okay, das ist geil. Guck mal, das ist so die Mega-Idee. So. Du öffnest den Schädel und aktivierst das. Und mit RF-Tool. Oh, das bringt mich gerade auf so wahnsinnige Ideen. Guck mal, ich kann doch hier mit dem Sensor.
Okay, schade. Ja, also das ist aktuell eine Idee, dass man dann einfach sagt, okay, der Friedhof spawntet. Nee, ich habe kein Kameramod oder sowas an. Aber man könnte die Security... Wie baue ich die denn? Ja, das muss ich mir... Das muss ich mir mal später angucken, aber das ist schon mal ganz lustig. Ich glaube, das würde ich dann mit dem, wie heißt das gleich noch? Ich will hier auch auf dem Friedhof den Teleporter zu meiner Butze machen. Und dann könnte man das machen, dass wenn man sich dem Teleporter nähert, geht das Teleporter-Ding an. Also... Das Pentagramm hier. Das ist eine geile Idee. Nice. Vielleicht kriegt man das hin, dass die... Ja, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau. Naja, also... In dem Sinne, das Böse verabschiedet sich. Ich muss ins Bett. und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Danke, dass ihr alle dabei wart. Und dann bis morgen, circa 18 Uhr. Und ja, dann gute Nacht, schlaf gut, gehabt euch wohl und bis morgen. Ciao.